Servus, liebe Judo-Freunde und willkommen zum Freitagsvlog. Ja, für mich ist ja nicht Freitag, für mich ist Montag. Ich habe vorhin mein Video für den Dienstag auch fertig gemacht. Und jetzt geht es an dieser Stelle quasi weiter. Wir haben heute ein bisschen Laub noch zusammengezogen, oder besser gesagt, die Mutter hat es zusammengezogen. Der Vater macht sich jetzt mit der Kehrmaschine auf den Weg. Da ist aber wohl irgendwas verstopft, so wie es ausschaut, weil ein Behälter aufgekippt hat. Ich stehe da oben. Ja, ich gehe auf die Kehrmaschine noch einmal irgendwann ein. Aber da habe ich jetzt keine Zeit dazu. Ich brauche jetzt den Radlader mit der Mulde und lade gleich einmal ein wenig was von dem Laub auf. Da sieht man vielleicht noch die Laubhäuften hier. Und da fangen wir mal an, bevor es zu finster wird. Aber wir haben ja Gott sei Dank ein paar Scheinwerfer. Thank you.
Ausdruck. So, eine große Ladung Laub haben wir eingefasst. Die Kehrmaschine habt ihr mal in Aktion gesehen, oder zumindest kurz. Da kommt aber noch mehr, definitiv. Das machen wir mal bei Licht. Das war jetzt eher kurz entschlossen. Ja, auf alle Fälle, eine große Ladung Laub ist jetzt schon auf dem Kipper drauf. Das lassen wir jetzt ein paar Tage sitzen und dann den Haufen unten her an der Jagdhalle, den holen wir dann die Tage immer noch. Da ist bestimmt noch einmal so viel. Und dann kann es mal auf die Kompostierung gebracht werden. Ja, und laubtechnisch kommt da definitiv noch mehr. An die Bäume hängt noch massenhaft. Und ja, der Nussbaum ist jetzt ziemlich leer gewesen und der Ahorn, deswegen konnten wir das schon reinholen. Aber der Rest, da kommt bestimmt noch einmal 3 oder 4 Kippe in dem Jahr. Und im Frühjahr müssen wir dann wahrscheinlich noch einmal so viele Kippe wegfahren. Also im Normalfall sind wir 12-mal zur Kompostierung. Dann sind wir so ziemlich das Laub weg. Und dann schaut es wieder gut aus. Ja, das wollte ich euch jetzt dann gleich mal als Einstieg zeigen. Bisschen Laub machen. Sowas steht auch immer an. Ist auch eine landwirtschaftliche Arbeit. Die Bäume stehen um die Wiesen rum und wenn das Laub in der Wiese liegt, geht die Wiese kaputt. Und aus dem Grund muss das Eichenlaub raus und dann geht das. Jo, und da haben wir schon wieder Dienstag. Jo, heute ist wieder ein bisschen was passiert am Kramer. Ich habe ein wenig weitergemacht, wie man im Hintergrund sieht, der K15 hat mittlerweile die Räder auch verloren. Und das Mähwerk liegt schon ziemlich unten, also der ganze Anbau unten rum und die feste Ackerschiene fehlt. Ja, Kotflügel muss noch runter und oben her die Mähwerkshebel, die fehlen noch. Und dann wird das Ding auch langsam, aber sicher klein. Teilweise Schrauben dran, die kriegst du gar nicht mehr auf. Die brechen dir weg, so wie du dran ziehst. Naja, aber es hat funktioniert. Da baumelt er gerade. So. Wie gesagt, jetzt muss der Kotflügel noch runter und das Mähwerksgedöns weg. Und dann muss er hier noch voneinander gemacht werden, das Lenkgetriebe nach vorne weg. Weil der Käufer, der das Getriebe will, der will quasi nur den hinteren Teil hier mit den zwei Achsen, mit den zwei Portalachsen. Also jetzt sieht man es ja ganz deutlich, was ich immer gemeint habe mit Portalachsen. Ja, und der will das haben und dann ist das Ding weg. Jo, und am KA15 bin ich auch ein bisschen weiter gekommen. Der steht jetzt natürlich auf Rädern. Den habe ich jetzt auf die alten Reifen vom K15 gesetzt. Vorne steht er drauf und hinten steht er drauf. Soweit ist ganz gut. Ja, der soll ja jetzt dann quasi mal so weit fertig gemacht werden, dass man den wieder mal ein wenig Probe fahren kann, dass er warm wird, um das Getriebeöl zu wechseln. Und ja, neue Bremsbeläge müssen aufgenietet werden. Also beim KL300 haben wir sie aufkleben lassen. Aber hier werden sie bloß aufgeniedert, das reicht normalerweise. Und dann sollten die auch wieder funktionieren. Ja, auf alle Fälle finde ich, schaut das schon mal nicht schlecht aus. Irgendwie halt ein wenig eigenartig ohne Kotflügel, ohne alles, aber immerhin, es wird langsam wieder ein Schlepper hinten dran, hat auch wieder den Bock für das Zugmaul. Die Hydraulik funktioniert, die haben wir gestern noch zusammengebaut. Hebt wieder, senkt wieder, drückt wieder. Ist zwar noch ein bisschen Arbeit für uns, aber meine Hoffnung ist ja vielleicht im November noch. Gut, das war's dann heute für Dienstag. Und morgen geht's dann an dem alten Bockel hier weiter. Tja, und dann wird das gar. So Leute, wir haben schon wieder Mittwoch und was mache ich heute? Ja, mein Futter schon aussortiert. Sieht man wieder hier und da und ja, da drüben steht ein Pott für die Schweine auf dem Ofen drauf, den koche ich jetzt. Ja, und was mache ich jetzt noch? Eigentlich wollte ich unten am Schlepper was machen, aber drüben beim Ofen ist schon wieder das Holz leer, die Gitterbox. Also muss ich Holz auffüllen. Hab schon alles rausgefahren. Die leere Gitterbox kommt jetzt dann unter und die volle Gitterbox aus der Holzschlicht darauf. Kann ich mit dem Hubwagen dann reinfahren und die Leere kann man bei Gelegenheit dann wieder füllen und dann haben wir das auch wieder erledigt.
So, Holz ist wieder aufgefüllt, habe ich wieder aufgefahren, die leere Palette ist wieder in der Holzlicht drüben. Und den Radlader habe ich schon wieder aufgeräumt. Jetzt mache ich noch meine Stelle und dann geht es in die Halle. Dann schaue ich, ob ich im Getriebe weitermachen kann, dass das gar vernannt wird. So Leute, in der Halle ist es geschehen. DLK 15 ist endgültig vernannt. Ja, das drum da, das will ja quasi ein Käufer abholen. Das ist jetzt quasi das ZF-Getriebe und die beiden Axtrichter dazu mit den Portalachsen. Ja, so schaut das ganze Turm jetzt aus. Dann haben wir das und da haben wir den, das Lenkgetriebe, Vorderachsbock, Kotflügel, Sitzgestell, feste Aggerschiene und die Motorhaube und da drüben, das ist quasi alles, was zum Mähwerk gehört. Ja, damit ist der K15 dann endgültig Geschichte. Dass das einmal schlepper war, ist jetzt nur noch zu erahnen. Naja, und wenn das drum dann weg ist, dann jo, wird hier unten wieder Platz. Lenkgetriebe setze ich jetzt einmal noch rein. Vielleicht findet sich da dafür auch ein Käufer. Dann wäre das drum auch im Ganzen weg. Und dann haben wir doch endlich wieder ein bisschen Luft hier unten. Ja, das war die Aktion für den Mittwoch. So, da haben wir schon wieder Donnerstagabend. So schnell vergeht die Zeit und ich kann mich heute wieder hinsetzen und Video schneiden. Ruckzuck ist wieder gegangen. Ja, am Krame ist jetzt nicht mehr viel passiert, sage ich einmal. Ich habe gestern lediglich den Kallriemen von der Hydraulikpumpe aufgesetzt. Dazu musste ich aber den Vorderachsbock ein bisschen lösen, weil der Riemen nicht durchgepasst hat. Entweder ist der neue Riemen ein bisschen dicker oder was, oder früher haben die den reingematscht, oder ich weiß auch nicht, aber es war zu knapp. Ich musste den Bock ein wenig lösen und in der Mitte hochbocken und dann hat er durchgepasst. Dann hat es funktioniert. Und so sieht es jetzt aus. Allerdings habe ich festgestellt, dass die Hydraulikpumpe ein bisschen Öl raussifft. Sei es durch die Spannung hier oder was. Da war unten dran ein wenig Öl gehängt. Jetzt habe ich es weggewischt, jetzt sieht man aktuell nichts mehr. Aber der Sache sollte man nochmal auf den Grund gehen. Also spätestens zumindest nach dem Probelauf muss ich gucken, ob da Öl rausgelaufen ist, wenn die warm wird. Weil nicht, dass die Hydraulikpumpe da auch kaputt ist. Weil wenn mir die da vor der Öl verliert, das ist natürlich nicht Sinn und Zweck. Wäre blöd. Ja, den Keilriemen von der Lichtmaschine, Wasserpumpe, habe ich noch nicht aufgesetzt. Das muss noch gemacht werden. Wird aber heute nicht passieren, weil wie gesagt, ich schneide ja dann das Video. Und ja, was noch ansteht, auf jeden Fall, die Vorderachse muss ich machen. Also ich habe den jetzt mal aufgebockt. Muss ich noch einmal ein wenig hochpumpen, denke ich. So. Und jetzt müssten wir es gleich ganz deutlich sehen und hören. Das ist das Spiel, was vorne dieser Bolzen hat und die Vorderachse hat. Ja, da können quasi da unten Distanzscheiben rein. Hinten sind ja schon welche und da gehört vorne dann auch noch eine rein. Und da muss ich mal gucken, ob ich von der anderen Vorderachse da noch was habe, dass das reinkommt. Aber so ist jedenfalls dumm. Ist ein bisschen viel Spiel. So soll das nicht, weil da bemängelt dann der TÜV natürlich. Ja, das Sinnvollste wäre natürlich jetzt wahrscheinlich den Bolzen raus. Den Bolzen schön abdrehen und das Loch honen, ein Büchsenei und das Ganze wieder zusammenbauen. Aber der Fahrer hat gesagt, das braucht es normal noch nicht. Normalerweise gehört da bloß eine Distanzscheibe rein und da muss ich mal gucken. Ich glaube, da könnten von dem welche da sein. Jetzt hoffe ich zumindest, dass die, ja, drinnen sind welche. Wird mir jetzt nicht sehen. Jetzt hoffe ich natürlich, dass die wenigstens passen und dann bauen wir halt da welche rein und dann müsste das Spiel weg sein. Kann sein, dass die damals, die haben die nämlich eigentlich schon gemacht, die ist neu gebüxt worden und neu gesetzt. Das Spiel kann natürlich sein, wenn da keine Scheibe vorne drin ist, dass deswegen im Ganzen hin und her wackelt. Ja, da muss ich halt einmal gucken. Aber das wird auch noch und dann schaut es da auch gut aus. Ja, von einem Zuschauer bin ich gefragt worden, ob ich nicht einmal unsere Kettensägen oder Motorsägen zeigen könnte. Der wollte die unbedingt einmal sehen. Ja, dem Wunsch komme ich natürlich gerne nach. Zeige ich euch einmal. Wir haben insgesamt 6 Sägen.
5 Stück davon stehen in der Maschinenhalle. Eine ist nur noch ganz selten im Einsatz. Das ist eine uralte dicke Solo. Den genauen Typ weiß ich gar nicht. Die kann ich euch in der Werkstatt oben noch zeigen. Hier unten stehen 5 Stück. Und dieselbigen wären eine Dolma PS4. Die gehört meinem Bruder. Mit einem 35er Schwert drauf. Eine kleine, aber feine Säge. Zum Ausasten optimal. Für unsere Zwecke vollkommen ausreichend. Eine Dolma PS35, die gehört mir. Die hat eine 40er Garnitur jetzt drauf. Auch zum Ausasten gedacht, die kleine Säge hier. Die hat nur Vergasereinstellung gebraucht, die wäre eigentlich in den Schrott geflogen. Ich habe die ein bisschen umgebaut. Ein paar kleine Modifikationen vorgenommen. Die rennt wie eine 1. Richtig klasse, das Ding. Weiter geht's hier. Das ist eine kleine Husqvarna 135. Die gehört meinem Vater. Die hat momentan ein 35er Schwert drauf. Auch zum Ausasten. Eine kleine leichte Säge. Wiegt fast nichts. Natürlich für den Zweck optimal. So schaut die aus. Könnten nochmal wieder geputzt werden. Dann hätte ich hier anzubieten, wo der Hund schon wieder durchrennt. Meinem Vater sei Stiel 034 AV. Eine Säge mit Griffheizung. Die Säge dürfte sein Baujahr, ich glaube, 85. Die hat mein Großvater noch gewerblich mitgenutzt als Holzer. Der war beim Baron in Wernsteine mit tätig. Und hat die Säge dabei gehabt. Ja, aktuell ist ein 50er Schwert drauf. Ist schon deutlich schwerer wie die anderen. So schaut dieses gute Stückchen hier aus. Ja, schon ein bisschen älteren Semesters im Vergleich zu den anderen, die wir jetzt gerade gesehen haben. Aber rennt natürlich tadellos. Und dann haben wir hier, das ist meine, eine Stiel 038 AV. Die habe ich mir gebraucht gekauft. Also der Lackdader, der drauf ist, der war schon. Das war nicht ich. Aber ich habe mir sie komplett, also ich habe sie gekauft, komplett zerlegt, ein bisschen was dran gemacht, Schläuche erneuert und ja, Zündspule geändert. Die Säge hat jetzt da 45er Schwert drauf, mit einer Vollmeißelkette, auch als reine Fellsäge mehr oder minder gedacht, oder wenn man mal Paletten klein macht, das ist wie gesagt meine. Ich wollte was Großes haben, weil die kleinen haben wir ja, und ja, die PS35 kam dann noch ein wenig später, noch ein kleines leichtes Ding für zwischendurch, optimal. So ist man recht vielseitig unterwegs. Ich habe lieber immer 2 Sägen dabei, als irgendwelche Wechselgarnituren. Ja, und auf das zurückzukommen. Garnituren gibt es natürlich für jede Säge massenhaft. Verschiedene Ritzel, verschiedene Ketten, verschiedene Schwerter. Alles vorhanden. Und ja, kann bei Bedarf getauscht werden, wie man es braucht. Aber wir fahren normalerweise so. Das ist eigentlich so der Standard. Wenn wir in den Wald gehen, haben wir immer das dabei und halt ein paar Ersatzketten dazu, wenn sie stumpf sind. Läuft eigentlich ganz gut. Ja, so viel zu unseren Kettensägen. Ich hoffe, der Zuschauer freut sich jetzt drüber, dass er die gesehen hat. Im Einsatz zeigen werde ich sie natürlich auch einmal, sobald was zum Sägen da ist. Jetzt abends anzulassen, dann fressen mich die Nachbarn. Das muss nicht sein. Gut, ich hoffe, der Wunsch ist hiermit erfüllt. So, und bevor es heißt, ich zeige die Sägen nur halb. Ja, ich habe gesagt, ich habe noch einen alten Büffel. So nennen wir das Ding einfach. Den Typ weiß ich nicht. Das ist eine alte Solo-Säge. Lief früher auch gewerblich quasi. Ist hier drin. Uraltes Ding. Ja, die wird nur noch ganz, ganz selten eingesetzt. Ich habe keine Ahnung, wie lang das Schwert ist. Ist relativ klobig, das Ding, und schwer. Ich krieg's jetzt leider nicht raus.
Das Ding ist massiv, komme ich aber schlecht hin. Ja, wie gesagt, das ist eine alte Solo. Der ein oder andere wird vielleicht den Typ jetzt wissen. So schaut die aus. Ist aber wie gesagt schon ein bisschen her, dass die zuletzt lief. Da haben wir damals einen Nussbaum gefällt, da weiß ich, da war die im Einsatz. Das ist eine richtig große, fette, schwere Fellsäge. Und das hat sie immer richtig gut gemacht. Wird aber wie gesagt ganz selten verwendet. Die hat vorne keine Kettenbremse und nichts drauf. Das Ding, das wenn läuft, das hat halt Kraft ohne Ende. Und ja, Unfallschutz ist natürlich ein wenig schlechter bei der. Deswegen wird die eigentlich so gut wie nicht mehr eingesetzt. Ist halt ein Liebhaberstück. Die ist da und wird aufgehoben und in Ehren gehalten. Auch wenn es ein wenig schmutzig ist, aber das ist Ölschmutz. Und wo Öl ist, da rostet nichts. Sagen wir es doch, wie es ist. Ja, und apropos Sicherheit, wer sich wundert, also, oder wer sich fragt, ob ich das überhaupt habe, natürlich, einen Kettensägenlehrgang, Motorsägenführerschein habe ich gemacht, um im Staatsforst überhaupt was zu sägen, den habe ich natürlich, also, ehe da jetzt jemand denkt, na, der sägt halt einfach da aufs gerade Wohl, Schnittschutzschuhe, Schnittschutzhose und, alles da, deswegen, da ist überhaupt kein Problem mit die Dinge zu arbeiten. Die ist halt, wie gesagt, ein wenig außen vor. Die steht halt da. Aber die anderen, alle im Einsatz. Gut. Das wird es dann gewesen sein. Jetzt habe ich alle Kettensägen, alle Motorsägen mal gezeigt. Ich hoffe, das hat euch auch gefreut. Und dann würde ich jetzt sagen, allen ein wunderschönes Wochenende. Wir haben ja schon wieder Freitag. Und man sieht sich nächste Woche am Dienstag um 16.30 Uhr wieder. Ja. Und dann würde ich sagen, bis dahin, Servus, man sieht sich.